Bitte Ladies first. Danke. Hallo. Hallo. Samuel. Die Sticheleien beginnen schon. Herzlich willkommen bei «Wer grün weiß es?», das Quiz vom FC St. Gallen, Spieler gegen Spieler, Mann gegen Mann. Es gibt 5 Schätzfragen. Ihr habt genug Zeit, um eure Schätzung auf die Tafel zu schreiben. Wer näher ist, kommt den Punkt über. Okay. Und am Schluss sollten wir einen Sieger haben. Wie sieht es mit der Nervosität aus? Ganz locker. Locker? Ja, Fabian? Ja, ein bisschen mehr. Aber Gott sei Dank kein leichter Gegner. Da werden wir noch sehen. Also ich würde sagen, wir starten gerade mit der ersten Frage. Und zwar: Wie hoch ist der Stromverbrauch im Kibun Park an einem Spiel mit Flutlicht in Kilowattstunden? Wow. Boah, ich hab absolut keine Ahnung. Das habe ich mir gedacht. Geht es um 1000 Millionen? Keine Ahnung. Also vielleicht als kleiner Richtwert, vielleicht nützt euch das was, vielleicht verwirrt es aber auch. Mit einer Kilowattstunde könnte man 20 Tage fernsehen. Mit einer Kilowattstunde, okay. Keine Ahnung, ja? Okay. Gut, den dürft ihr gerne zeigen. 3000 beim Matej und 18.790 beim Fabian. Einer ist näher, logischerweise, und zwar geht der erste Punkt an größere von euch, an Matej. Es sind 7.400 Kilowattstunden. Ja, oder ja, keine Ahnung. Ja, das, ja. Egal. Ist der Elektriker? Nein, aber es ist. Ist logisch, oder? Ist logisch. Ja, ja. So. Logisch, dass unter 10.000 mal sein. Ja, also da habe ich schon. Unter 10.000 muss das sein. Keine Ahnung. Der Schubi hat einen guten Torräucher und du, wenn es um Strom geht. Frage Nummer 2. Welche Distanz legen die Greenkeeper zurück, wenn sie den Rasen im Kibun Park mit dem Handmäher, dem Spindelmäher, mähen? Was denkt ihr, mehr wie ein Spieler in 90 Minuten oder weniger? Ich sage ungefähr gleich. Ja. Ja, sind euch uneinig? Das ist schon mal gut. Ja, der Fabian weiß es eh schon, oder? Nein. Nein. Aber immerhin schon mal etwas aufgeschrieben. Und go. 4,8 Kilometer gegen 9 Kilometer. Ja, es ist sogar noch etwas mehr. 12,5 Kilometer. 2-0. Ganz genau, 2-0 für den Matej. Oder wie kommst du auf 4 Kilometer? Ja, keine Ahnung. Wenn der 10-mal läuft, das sind schon 1000. Weil 100 Meter hast du ja hin, zurück. Ja, wenn der 10-mal läuft, ist er 1 Kilometer. Ja. Und wie breit ist der Platz? Es kommt ja darauf an, wie lang der Spindelmäher ist, wie breit er ist. Normale, denke ich, gehe ich davon aus, oder? Sorry. Mit diesem Traktor, oder? Gratuliere. Ja. Super. Dankeschön. Noch ein Punkt, ich habe Sieg, oder? Ja, kannst du das? Aber gefällt mir schon mal gut, die Sticheleien zwischen euch beiden. Parat für die dritte Frage? Immer. Wie viele Tage vergingen zwischen dem Spatenstich des Kibun Parks und dem ersten Spiel im Stadion? Wie viele Tage? Ich habe da ein paar Dokus geschaut. Ja. Ja? Ja. Also einmal 917 Tage
und einmal 1095 Tage. Und es ist ziemlich in der Mitte, aber Fabian ist näher. 989 Tage. Comeback. Das heißt, Comeback. Erster Punkt. Comeback. Wie fühlt sich das an, Fabian, so im Nacken zu spüren? Das gehen wir schon 2-0 auf 3-2. Das kenne ich schon das überall. Das kennen wir schon. Im Dart, im Tischtennis auch. Ah, okay. Dass du das verlieren kannst. Vierte Frage. Wie viele Pflichtspiele absolvierte Rekordspieler Marc Zellweger für den FC St. Gallen? Hast du gegoogelt vorhin, ne? Ja, extrem. Das ist halt schwer. Wenn man nicht weiß, wie lange er gespielt hat hier, ja? Ja, keine Ahnung. Hast du? Ja. Können wir? Mhm. 370 gegen 400. 2-2. Nein, wie viele hat er? 518 Spiele. Und ich wollte 500 erstmal sagen. Ja, jemand. Ja, im Nachhinein kann man das schon sagen. Da habe ich gedacht, komm, wie ich wollte genau schon lange. Ich wollte genau 518 schreiben. Ne? Final. Genau. Läuft ideal. Die letzte Frage entscheidet. Und die fünfte Frage ist die folgende. 2008 stieg der FC St. Gallen nach 14 Jahren erstmals wieder ab. Wie viele der 90 möglichen Punkte holte er in der folgenden Challenge League Saison? Und als kleiner Tipp, der FC St. Gallen ist direkt wieder aufgestiegen. Hätte er beim Bewerbungsgespräch nicht so Fragen müssen beantworten. Nein. Hast du? Mhm. Okay. Gut, ja. Sind wir gespannt. 77 gegen 73. Also, ich mach's spannend. Es gab 2 Niederlagen. Gratuliere. 3 Unentschieden und 25 Siege. Matej gewinnt. Danke. Es waren 78 Punkte, oh also Gott, ein Punkt Alter, daneben. Das war krank, ne? Du hast die 100 Pro. Also du hast gegoogelt. Ja, stimmt. Ne? Merke ich schon. Aber gratuliere. Gut, danke, danke. Aber tut schon weh, oder Fabian? Ja, also ich sag. So, also letzte Tag oder heute und gestern hat er schon gesagt, der wird gewinnen. 100%. Mhm. Auf dem Platz. Vorhin hast du gesagt, du wirst gewinnen. Du wirst mich auseinandernehmen. Aber man lernt aus Niederlagen. Ja. Genau. Deswegen, gegen die verliere ich gern. Ganz klar. Aber hey, danke euch vielmals fürs Dankeschön. Mitmachen. Gerne. Und guten Tag noch. Danke. Danke.